Weißt du eigentlich, was schwierige oder komplexe Probleme sind? Ich habe hier als Beispiel so ein Puzzle dabei. Das ist das Katzenpuzzle. Das sind Köpfe von Katzen und Körper drauf in unterschiedlichen Farben. Und das Ziel ist es, jetzt ein Quadrat zu legen mit den Puzzleteilen, sodass wie hier der Körper der grünen Katze auch mit einem grünen Kopf zusammenkommt. Ich probiere das hier mal aus. Hier ist ein gelber Katzenkopf. Ah, da muss ich auf jeden Fall dieses Puzzleteil nehmen. Dieses hier. Perfekt. So passt es zusammen. Das kann ich relativ selbst schnell lösen. Wenn man jetzt aber mal überlegt, wie viele Möglichkeiten gibt es denn eigentlich, diese Puzzleteile anzuordnen, dann sind das richtig viele. Man kann das ausrechnen und das sind 6144 Möglichkeiten. Ich selbst probiere gar nicht alle durch, deswegen bin ich auch so viel schneller. Spannend ist das, wenn wir jetzt mehr Puzzleteile nehmen. Ich habe hier ein Puzzle, das hat jetzt 9 Puzzleteile, es ist also 3x3 groß und ich versuche das mal zu lösen. Ich habe hier noch einen roten Kopf, kommt ein passender Körper dran. Und schon habe ich kein passendes Teil mehr. Man sieht gleich, dass das viel komplizierter ist. Man kann das auf jeden Fall auch lösen, aber es ist ein bisschen kniffliger und dauert länger. Das Ganze liegt daran, dass es mehr Möglichkeiten gibt. Jetzt könnte man denken, naja, das ist ein bisschen mehr als doppelt so viele Puzzleteile, das ist auch vielleicht ein bisschen mehr als doppelt so viele Möglichkeiten. Aber wenn man das jetzt versucht auszurechnen, dann kommt man auf mehr als 95 Milliarden an Möglichkeiten, wie diese Puzzleteile angeordnet werden können. Das macht das Problem zu einem komplexen oder schwierigen Problem, weil je mehr Daten, also Puzzleteile, wir reingeben, desto viel mehr Möglichkeiten gibt es, die wir durchprobieren müssen. Wenn man jetzt überlegt, dass vielleicht so ein normaler Computer ein bisschen mehr als 1 Million solche Kombinationen pro Sekunde durchprobieren kann, dann kann er das erste Puzzle in weniger als 1 Sekunde lösen, braucht aber hierfür das größere Puzzle mit 3x3 Teilen schon länger als einen Tag. Und wenn wir jetzt noch ein paar Teile mehr dazu nehmen, dann dauert das schnell Wochen oder Monate oder Jahre. Und das sind so Probleme, wir wollen gar nicht so lange warten, bis da ein Ergebnis da ist. Jetzt könnte man denken, okay, das ist jetzt einfach nur hier ein Spiel. Was ist denn überhaupt ein reelles Problem, wo das auftreten könnte? Und das zum Beispiel, wenn ich meine Freunde zu einem Geburtstagsessen einlade und ich lade 10 Freunde ein, dann kann ich gucken, was ist jetzt die beste Kombination, sie alle um den Tisch zu setzen. Und wenn ich mir alle Kombinationen anschaue, dann sind das schon mehr als 3,5 Millionen Möglichkeiten. Das kann ich mir auch nicht mehr so genau überlegen, was jetzt hier die beste Möglichkeit ist. Das Besondere ist, Quantencomputer können sich mehrere Kombinationen gleichzeitig anschauen und sind dadurch viel, viel schneller bei der Lösung. Das ist zum Beispiel hier dieses Beispiel. Das ist ein ganz besonderes Katzenpuzzle, das mit so Wackelbildern. Und wenn ich versuche, das zu lösen, kann der Quantencomputer sich unterschiedliche Lösungen gleichzeitig anschauen und zumindest er ist ruckzuck bei der richtigen Lösung.